Liebe Schwestern und Brüder, von jener Szene der Gastfreundschaft des Abraham ausgehend, die wir heute im 18. Kapitel des Buches Genesis gehört haben, von jener Szene ausgehend bis zur Pfingstikone der russischen Kirche, ist es ein weiter Weg. Es ist eine große geistliche Entwicklung. Aber wir alle haben vielleicht schon einmal diese berühmte Rubljew-Ikone gesehen mit diesen drei Engeln. Das ist nicht einfach eine Abbildung der Szene hier, sondern es ist die Festtagsikone von Pfingsten. Gabriel Bunge, der ein sehr schönes Buch dazu geschrieben hat, sagt, es ist ein Weg von dieser Szene der Gastfreundschaft bis zu jener scheuen Anbetung des dreifaltigen Gottes. Und es ist eine Verkündigungsszene, ähnlich wie sie uns so vertraut ist, als der Erzengel Gabriel die Jungfrau Maria besucht und ihr ankündigt, dass sie einen Sohn haben wird. Sie hat nicht Angst wie Sarah. Und dennoch ergreift sie die Furcht, wie es ist, wenn ein Mensch mit dem lebendigen Gott zu tun hat. Und das, was wir in jener Ikone ausgesagt finden, das, was uns das Buch Genesis in 18, Kapitel 18 beschreibt, in jener Gastfreundschaft des Abraham, dass er sich niederwirft zur Erde, dieses Herantasten an das trinitarische Geheimnis Gottes, das finden wir in der Verkündigungsszene schon ganz gebündelt und gesammelt. Der Vater, der seinen Boten aussendet, damit die Kraft des Geistes die Jungfrau Maria überschattet und der Sohn das Wort Fleisch werden kann. Wenn wir uns diese Szene zu eigen machen, wenn wir etwa den Engel des Herrn beten, mehrmals täglich, so wie es die Volksfrömmigkeit seit dem Mittelalter tut, dann ist darin immer eine Verehrung des dreifaltigen Gottes intendiert. Es heißt, wir lassen Gott in unser Leben ein. Wir nehmen ihn auf wie Abraham. Mögen wir nicht bis ins einzelne Detail alle theologischen Reflexionen und Verästelungen verstehen. Wir sollen sein wie Abraham. Wir sollen sein wie die Tochter Abrahams, die diesen Glauben ihres Urvaters zur Blüte bringt auf einzigartige Weise. Und Gott in unser Leben einlassen, damit er Gestalt gewinnt.